Hallöchen, willkommen zurück zu XCOM 2 War of the Chosen mit ein paar kleinen Mods. Wir starten gerade die Mission. Ich nenne sie die Blattsucher-Mission, auch wenn sie eigentlich... Wie heißt das? Knapper Rappe oder irgendwie sowas? Aber gut, wir sollen, glaube ich, eine Workstation hacken. Haben 4 Familienmitglieder. Der Blattsucher dabei. 4? Auf jeden Fall Mama, Papa und Jörg. Kämpfer haben sich über einen ungeschützten Zugangspunkt Zugriff aufs Advent-Netzwerk verschafft. Aber Alien-Verstärkungen haben... Na gut, die halbe Truppe. Ihrem ersten Bericht zufolge haben sie wichtige Daten über die Alien-Operation entdeckt. Die halbe Truppe. Wir müssen das Gebiet sichern und das Terminal hacken, bevor Advent... Wirklich 4. Papa, Mama, Krieg und Pest. Das ist unsere Chance, sie aufzuhalten. Schauen wir mal. Avenger, der Zugangspunkt liegt direkt voraus. Sichern Sie das Gebiet und rechnen Sie mit feindlichem Widerstand. Auch interessant, wie der an diese Stelle geht. Ja gut, Papa. So kann man das auch machen. Zielkoordinaten vor. Ich habe hier feindliche Aktivität. Da haben wir auf jeden Fall einen Mech. Haben wir hier oben irgendwo... Natürlich haben wir hier keinen Schutz. Wir sehen die auch nicht mal. Wir müssen darüber, das heiße... Ja, mit den Scharfschützen wird das echt schwierig. Mit unseren Scharfschützen wird das schwierig. Halt, du bist auch einer. Aber die sollten wir dann dort trotzdem schon mal ein bisschen wegbewegen. Ich glaube, ich stelle die jetzt beide mal erstmal hier rein. Und ab geht's. Okay, Metallica. I'm all over it. Ja. Wird erledigt. Die Farmente stellen wir ein bisschen weiter nach hinten. Und... Jörg kommt hier nach vorne. Der kann doch gar nichts, außer mal vielleicht eine Granate werfen. So, wohin bewegen die sich? Nach rechts. Das ist ja ekelhaft. Warum machen die das? Okay, hier hätte ich zwar nur Half-Cover, aber... Ich mach das jetzt trotzdem mal mit Papa. Bin am Überlegen, mit wem wir anfangen. Rücke zur Zielposition vor. Schon unterwegs. Okay. Du könntest so schießen, du müsstest... Ach, wir haben dich gebraced. Okay, ihr zwei könnt auch auf den Mech schießen. Jetzt stellt sich die Frage, möchte ich hier mit einer Granate rein? Oder mit einem Flammenwerfer? Flammenwerfer, das macht ein bisschen mehr Schaden. Mit der Granate können wir eventuell noch jemanden treffen, der irgendwo oben steht und dann Fallschaden verursachen. So. Lauft mal bitte in meine Richtung. Ja, der versteckt sich schon gut. Ich gehe jetzt zuerst mal auf unsere Sniper. Okay, Mama sieht noch 52%. Puhuhuhuhu. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich glaube, ich mache Folgendes. Begebe mich zum Ziel. Pest kommt ein bisschen nach vorne, macht den Holotargeter an. Dann dürften das wenigstens 62% sein für Mama. 63. Aber eher 85, ja dann. Ja, okay. Mama ist nicht perfekt. Ich bin aufgeflogen. Mama ist nicht perfekt. Das war ihr allererster Fehlschuss.
Ihr allererster Fehlschuss. Vier bis sechs. Du brauchst die fünf oder die sechs. Komm. Nice. So, Metallica könnte den hier wegsprengen. Oder wir suppressen den. Aber wir haben eh drei davon. Ich spreng ihm mal hier seine Deckung weg. Ja. Hätten wir vielleicht jetzt erst schießen sollen mit Mama. Naja. Kann man vorher nie wissen. So, einen Soldaten haben wir noch, aber der steht so, dass der uns eigentlich nicht wirklich flanken kann. Wir sind schon gut im Schutz. Ich fühl mich nicht so gut. Ist klar. Triff das ruhig. Immer mit der Ruhe, das wird schon. Einmal kurz einnebeln. Da rächen wir uns mal eben nicht. Mit Papa können wir da gerade so zum Flankieren rüber. Muton Viper Viper. Oh, die Viper sind nicht so geil. Die Viper sind gar nicht mal so geil. Die können jemanden rausziehen zu sich hin. Jetzt muss ich gucken. Okay, machen wir folgendes. Du schießt jetzt erstmal den über den Haufen. So. Die Farmerente gibt jetzt eine neue Aktion. Wir haben nichts zu befürchten. Dann kannst du nicht beide Schlangen treffen. Ja, super. Und das ist zu kurz. Das ist zu ungenau. Wie schaut's aus mit normal schießen? 86%. Eher 100. Ja, schön. Was haben wir für Optionen? Positiv. Du könntest hier einen Snapshot raushauen. Ja, komm. Mach mal. Sehr schön. 58er. Sie haben mich gesehen. Das tut deiner Statistik sehr gut. Und die 55. Okay. 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 Habt ihr das gesehen? Damit kann man gut arbeiten. So, wir haben noch zwei Aktionspunkte mit Metallica. Einen mit Krieg und einen mit Papa. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Defensive Mine hier brauchen. Ich glaube nicht. Machen wir erstmal den Muton platt. Oh, gekrittet. Schnieke. So. Wen siehst du? 29% und das war's. Gebe Feuerschutz. 52 ist auch nicht das Geilste. Das würde definitiv treffen. Ja, dann machen wir das lieber so. Mit Newtons ist nicht zu spaßen. Beute zerstört, auch nicht cool, aber besser als dass das Ding uns zerstört. So, was macht die gute Schlange jetzt? Oh, zieht Metallica rüber. Quetscht ein bisschen. Das ging auf die Rüstung. Wir marschieren ein bisschen nach vorne. Das ist nur Halbcover?
Wow. Ich hätte gemeint, das Riesending ist Full Cover. So kann man sich täuschen. Okay, bin unterwegs. Ziel lokalisiert. Okay, das ist das Ziel. Haben Sichtkontakt zum ungeschützten Zugangspunkt. Keine Gegner, weit und breit. Ja, lässt immer hier meine Metallica los. Schon unterwegs. Kade, weißt du, was du mit Schlangen machst? Draufschießen. Habt ihr das gesehen? Nice. Schon unterwegs. Okay. Dann positionieren wir Pest hier. Die Mama. Stellen wir mal hier oben hin. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und die Metallica. Full Cover. On your order. So. Bestätigt. Überwachung läuft. Menace 1-5, das Advent-Netzwerk ist beinahe komplett gesperrt. Wir haben keine Zeit mehr. Sie müssen zu diesem Terminal. Ja, ja, wir haben doch 3 Runden. Chill mal. Hoffentlich lohnt sich das. Wir sind ja sowieso schon hier am Vollgas geben. Geht klar. Ja, komm noch ein bisschen näher. Dann wirst du hier gebraced. Schon unterwegs. Steht zwar ein bisschen offen, aber so weit hinten sollte das okay sein. Ja, du lädst mal eher nach. So, wen schicken wir denn da jetzt hin? Sollen wir Papa hinschicken? Auf welche Seite denn? Komm hier. Was ist da drüben? Eine Art Laptop, mein Guter. Ich lade es erstmal mit allen nach. Los, zeigt euch. Feuerschutz, Scanne-Gebiet. Bin dabei. Okay, es gibt noch Gegner. Das ist ihre letzte Chance auf Datenrettung. Dann hacken sie mal. Kleine Fahrrad-Alien-Legierungen, ja gut. Ob 13 oder 4 ist eigentlich schon fast egal. So, was passiert jetzt? Menace 1-5, wir haben die erfolgreiche Beschaffung der Advent-Dateien bestätigt. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde im Gebiet. Fragt sich nur, wo die Feinde sind. Kein Problem. On the move. Zack. Barfuß durch die Scheibe springen. Geht klar bei uns. Natürlich. Da kriegen wir einen Geräuschindikator, wo die Gegner sind. Mir entgeht nicht. Wo? Da oben auf dem Dach oder? Alright. Auf dem Dach. Ziel getroffen. Hier sind die Maler schon. Okay. Oh nee, nicht schon wieder so ein Kackviech. Aber immerhin nur eines und kein Chosen dabei. Alter Lachs. Den können wir vielleicht durch das Dach durchsprengen. Der Shieldbearer. Nice. Was, der Mech ist ausgeschaltet? Schnieke. Und der Schildträger hat hier nix losgelassen. Wow. Okay, dann brutzeln wir hier einmal kurz ein bisschen von der Armor weg. So, du hast keine Granate. Du hast noch eine. Metallica wird davon nicht verletzt. Aber das Ding müsste dann eigentlich durchs Dach durchbrechen.
Ja. Fallschaden? Ja, 2. Sehr nice. Du siehst hier echt nichts. Bestätigt, Überwachung läuft. Du siehst... eins weiter hier drüben würdest du was sehen. Das ist ja lustig. Bestätigt, Überwachung läuft. Das ist ja lustig. So. Falls wir zu wenig Schaden machen sollten. Warte, ich mal gucken, mit wem wir da überhaupt hinschießen. Mit der Farmerente, ja. Der sollte jetzt eigentlich in die Luft gehen. Das heißt, wir können hier auf den Schildträger gehen. Oh oh. Oh nein, 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 nein. Ach, sie ist die letzte, die noch... Okay, jetzt dachte ich, ich hätte noch eine andere Gruppe getriggert. Ich suppress den jetzt. Oh, er brennt. Gut. Du explodierst. Ja. Ja, du kannst das ruhig machen. Ich dachte, dass... wäre dann vorbei, aber nö. Okay, hier fackeln wir nicht ab. Ist schon sicher, Papa. Abgeprallt. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Alright. Metallica. 80% nur. Wow. Aber umgekrittet. Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Die Mission habe ich gebraucht. Metallica. 2 Kills, 16 Damage. Papa MVP. 2 Kills, 29 Damage. 2 Kills und 18 für die Farmerente. Nice. 2 Kills und 11 für Krieg. Erik, 10 Damage, aber kein Kill. Und Mama, 6 Damage mit einem. Ja, nö. Passt. Passt, würde ich sagen. Dürfte auch nicht so schmerzhaft sein jetzt. Vertreter ließen verlauten, dass das heutige Manöver der Friedenshüter eine planmäßige Übung war. Mhm. Für unsere Bürger besteht kein Grund zur Besorgnis. Alle Schüsse und Wunden waren nur zu Trainingszwecken simuliert. Ja, ja, meine 2 Wunden sind auch nur simuliert. Keine Angst. Die sind relativ flott wieder fit. Was gehen wir denn jetzt nach der Mission an? Ja, Beförderungen erstmal. Ja, Trefferquote 90%. Wunderbar, 3 Beförderungen. Dann. Pest. Du bekommst High Approach Angle, würde ich sagen. Oder den Holo-Targeter. Okay, wir nehmen bei ihm jetzt den Holo-Targeter. Einfach, weil er sich auch schon bewegen kann. Und dann noch irgendwas machen. Dann Metallica. Airburst Grenades. Explodieren ein bisschen weiter. Ja. Das Abfeuern oder Werfen von Granaten oder der Einsatz schwerer Waffen als erste Aktion beendet die Runde nicht. Auch gut. Flashbangs kriegen eine weitere Runde. Ich würde fast sagen, ich nehme jetzt Salve. Und eventuell sogar den noch dazu. Dann hätten wir aber gar keine Punkte mehr. Ist hier unser höchster Grenadier? Oh, halt, Grenadier gibt es ja nicht. Zapper? Ich würde eigentlich das schon gerne mitnehmen. Aber gut, ein Teil ist es nicht so tragisch. Das Laservisier nehme ich natürlich gerne mit. Die Advent-Soldatenleichen sind wichtig.
Ganz einfach, weil ich dann in der Technikabteilung hier noch was basteln kann, und zwar die Predator-Rüstung. Zumindest eine weitere. Ich konnte mir ein paar der geborgenen Advent-Waffen eher ansehen. So, dann checken wir mal. Die sind deutlich leichter und damit besser für den Einsatz durch Menschen geeignet. Ich denke, es ist dasselbe Material, das sie in ihren Kolonien benutzen. Aber das Grundmaterial muss von der Erde stammen. Sie scheinen unbegrenzte Ressourcen von dem Zeug zu haben. Okay. Der Sprecher ging durch die Infiltration Advents. Ich quatsch darüber, okay. Jörg ist der zweite Sohn von Carola und Sebastian. Nach dem Verschwinden der Eltern wurden er und seine beiden jüngeren Brüder von einem Advent-Trupp überrascht, als der ältere Bruder Erik gerade auf der Jagd war. Seine beiden Brüder wurden von ihm getrennt und er kam in eine Militärschule. Durch seine guten Fertigkeiten beim Umgang mit Computern gelang ihm die Flucht. Von der Militärschule? Okay. Er hat sich der XCOM angeschlossen, um über deren Informationsnetzwerk den Aufenthalt seiner Familie zu erfahren. Ja, einen Großteil hast du hier vorgefunden. Dann gucken wir mal, was du angeboten kriegst. Combat Engineer. Noch und nöcher momentan. Wir bräuchten... Warte mal, Failings haben wir... 2. Mach die zu einem Failings. Zack. Bisschen hier oben ausgeglichen sein. So, wie schaut's denn aus? Wir haben einige verfügbar. 8. Ja gut. Geht so, ne? Wir kriegen 2 zurück in ein paar Stündchen. Ja, einige kriegen wir in ein paar Stündchen zurück. Da könnte man wirklich schon mal nochmal hier in die Covered Ops gehen. Und auschecken, was da jetzt so geht. Vorratslieferung verfügbar, ja, ja. Wobei, das könnten wir eigentlich auch gleich mit angehen. Das wäre halt schon wichtig jetzt. Vielleicht machen wir das direkt. Heiße ich ihre Versuche, mich zu finden. Willkommen. Hinterhalt ist halt nicht ganz so geil. Aber sie zu jagen wäre schon echt gut. Okay, da würden wir nochmal ein paar Leichen bekommen. Hier, Kameradschaft, ja. Avatar-Projektfortschritt. Das ist auch wieder mit Hinterhalt, ne? Waffenforschungen wird um 15% erhöht. Wenn wir die Karte einsetzen, okay. 19 Fähigkeitspunkte wären auch nicht schlecht. Da bräuchten wir 2 Soldaten. Ich glaube, ich mache das. 2 Soldaten schicken wir da mal los. Eine bekommt Mobilität. Wem wollen wir Mobilität geben? Papa hat schon 14, Poison Ivy, Crack, ja. Und dann einfach noch jemanden. Da kommt... Ja, da muss jetzt Jörg mal kurz durch. Dann bekommst... Ach, du kannst nur die Templar-Rüstung haben, okay. Jetzt dachte ich, du könntest auch hier... Civilian Disguise nehmen, das reduziert nämlich die Infiltrationsdauer. Ja, aber ansonsten gibt es eh nicht sonderlich viel, was wir jetzt da machen können. Verwundung ist okay. Hier, geht mal los. Aktion starten. Dann scanne ich jetzt einmal hier ganz kurz, bis wir ein paar mehr Soldaten zurück haben. Rescue Scientist ist auch nicht schlecht. Wobei ich eher auf einen... Da kann ich da nicht draufklicken? Nee. Wie viele Soldaten brauchen wir? 2 auch. Ich gehe jetzt erstmal hier hin und schau mal, wen wir da losschicken. Wir haben 10 ready. Okay. Dann hole ich uns einen neuen Scientist. Erstmal eine Covered Ups. Covered Action, dann nochmal die Infiltration. 6 Tage geht. Da kriegt wieder jemand Mobilität.
Wer könnte das denn noch brauchen? Bei ihm wäre das auch nicht schlecht. Dann kann er nämlich noch weiter latschen. Verborgen, gut. Und was haben wir jetzt? Wir haben 2 Combat Engineers und 2 Tech Specialists und 2 Zapper und 2 Marksmen. Das heißt, unsere Gruppe wird ein bisschen mau aussehen gleich. Ich würde jetzt den Erik wegschicken. Und du bekommst auch das Ding hier. Bei dir wird das wahrscheinlich auch nicht funktionieren, dass wir da die Rüstung ändern, ja. Du bekommst mal ein anderes Gewehr mit, Standard. Hier. Und dann... auf geht's. Verdeckte Einsätze sind unsere Spezialität. Hoffentlich können ihre Leute auch mithalten. Ja, ja, kein Problem. Setze Kurs auf Sektor 10. Die östliche USA. Sektor 10, wir kommen. Wir sind bei 27 Minuten. Das wäre eine echt arg kurze Folge, wenn ich jetzt hier beende. Aber das ist halt... komm, wir machen das noch mit. Wir nehmen Papa mit. Auch... ja, wobei... der ist halt schon... ein bisschen unwillig. Wobei das... ja, ne, dann nehme ich wirklich Jacques Bernays mit. Und Papa. Komm, wieso nicht? Warum nicht? Dann nehmen wir auch noch... sollen wir Lys oder Metallica mitnehmen? Ich glaube, wir nehmen Metallica mit. Die kriegt auch irgendwann Schuhe bestimmt. Dann, sorry, hat schon ordentlich Aim. Nehme ich mit, hat auch mehr Hacking. Dann könnten wir... ja, Carola nehmen wir auch noch mit. Und... Phalanx? Ja. Okay, dann machen wir klar, dass du hier die Gremlin 2 bekommst. Den neuen Gauntlet müssen wir erst noch irgendwo klar machen. So, haben wir die bessere Pistole. Chance auf Bonusaktion. Ja, komm. Ach ja, rüstungsmäßig. Können wir eh fast alle ausstatten. Ich glaube, Carola lassen wir mal. Ups, da bin ich jetzt auf die Waffe gegangen. Ja, okay. Nicht übel. Dann... bekommt der Jacques... auch eine Predator-Rüstung angezogen. Oh, Beefy. Beefy, Beefy. Oh. Ja, gut. Nicht schlecht. Man sieht die Haare. Lange Haare. Und sie hat... das sieht man jetzt gerade nicht, aber ich glaube, sie hat Schuhe an. Du bekommst da den Prototyp... waffenmäßig. Für dich haben wir doch bestimmt auch noch was Gutes. Ziemlich viele verschiedene Sturmgewehre. 3 Stück alleine. Mit Chance auf Bonusaktion. 10% aber hier. Ja. Nehmen wir... da haben wir ordentlich Granaten am Start. Sollten wir... vielleicht eine Flashbang mitnehmen. Hier hinten, was machen wir denn hier hinten? Ja gut, du kannst ja nicht eine Nanoschuppenweste mitnehmen. Immerhin ein Life mehr.
Dann hier vorne, falls es wirklich brenzlig wird, Imitationsgerät. Du hast auch Platz für zwei Granaten. Nice. Jetzt nimmst du auch mal eine Blendgranate mit. Oder sollen... Ne, warte. Machen wir anders. Du bekommst das Medikit. Du nimmst die Blendgranate. Dann gucken wir mal, was wir mit dir noch hier anbieten können. Ja. Können wir hier PCFs... PKS heißen die in Deutsch, okay. Können wir nicht von hier aus ausrüsten. Komm, wir starten das jetzt gleich. Komm, auf geht's! Auf geht's! Was soll der Geiz? Wäre wirklich ein bisschen fad, da die kleine Mission und dann nichts, ne? Okay. Storytime! Ich bin gespannt. Na, Spiel? Unsere Widerstandskontakte vor Ort haben uns gezeigt, wie wir in die Advents Geheimeinrichtung kommen. Die Aliens haben alles dafür getan, den Ort geheim zu halten. Wir wissen nicht, was wir dort finden werden. Halten Sie die Augen offen und rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Schwerer Widerstand? 1-5, die Geheimeinrichtung ist in Ihrer unmittelbaren Nähe. Infiltrieren und untersuchen Sie das Gebiet. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand und neutralisieren Sie alle Feinde. Okay, der Baum sieht auch nicht so gesund aus. Es ist ein langer Weg. Es ist ein langer Weg. Das sieht zwar auch gerade ganz hinten stehen müssen, ne? Also Extraction Point, da müssen wir hin. Oh, gleich mal ein starkes Geschütz. Ja, klasse. Wechsle Position. Position confirmed. Immerhin. Immerhin haben wir keine Rundenbegrenzung. Ich glaube, ich gehe gleich mal. Wir können angeblich bis hierhin schon mal. Ohne dass wir was. Oh nee, das ist mir zu gefährlich. Wir gehen über das hier. Nee, dann packe ich mich mal hier hin. Und unsere Phalanx sollte sich eigentlich weiter nach vorne bewegen. Lass ich aber. Lass ich aber. Wie wollen wir hier vorgehen? Wir könnten mit dem Rocket Launcher hier schon mal ein bisschen rein. Nee. Das ist alles nicht so geil. Kann ich? Ja. Das sieht schon besser aus. Ich mache das jetzt so. Wir werden zwar aufgedeckt, aber alles kein Ding. Hauptsache die Barriere da oben bleibt. Hauptsache die Brüstung ist da. Kann Mama gleich mal hier nach oben. Dann haben wir wenigstens ein bisschen. Bisschen was, wo wir gut zu Potte kommen. Half Cover oder Full Cover? Ich bewege mich jetzt mal hier hin. Okay. Eigentlich können wir uns relativ weit vorwagen. Was ist da drüben?
Wenn Mama nichts sieht, soll's eigentlich okay sein. Na, kann ich vielleicht auf das Feld? Ist es auch sicher? Ja, ist sicher. Solid copy. 5 sur 5. Tout de suite. Tout de suite. Ja, die können sich auf Französisch unterhalten, passt. Ach du Kacke. Moin! Es ist der Hunter, zum Glück nicht die fucking Assassine. Genieß den Moment. Okay. Angriffe aus der Nähe und Scharmützler, wo wir gerade keinen dabei haben. Verborgene Einheiten aufgedeckt. Okay. Immun gegen Explosionen. Passt. Immerhin können wir den Overwatchen, wenn es ist. Es wird euer letzter sein. Das Problem ist, wenn er jetzt zum Beispiel unsere Sniper anvisiert. Ein Außerwählter ist vor Ort. Das Ding wird uns nur Ärger bereiten, wenn wir es nicht ausschalten. Machen Sie es mir nicht zu leicht. Alright. Ach, sorry, kommt da echt nicht richtig hin. Das ist ja mies. Kitty noch weniger. Ja, nee, dann. Moment, sind das Leichen? Die Behälter, die Züge, die ganze Einrichtung. Die Aliens entführen immer noch Leute. Sie haben nach der Invasion wohl nie damit aufgehört. Diese Behälter scheinen unabhängige Energiezellen zu besitzen. Das könnte eine Art Stasis-System sein. Vielleicht leben einige dieser Menschen noch. Na super, also nicht in die Luft jagen, oder? Alter, wie viele? Sheesh. Okay. Brücke aus! Mal gucken, ob ich Mama vielleicht da wieder wegbewegen muss. Die ist dann nämlich schon echt weit hinten. Aber noch lassen wir das. Oh, von da links? Oh nee. Wir sind sowas von geflankt überall. Alter. Holy crap. Nicht weit genug. Die Zeit läuft ab, Commander. Alright. Prozent. Den nehmen wir doch gleich mal, oder? Was ist das hier? Oh, die Target hier. Gut. Oh, fantastisch. Keine Sorge. Die Ältesten haben noch jede Menge davon. Ja, da hinten ist echt weit weg. Hoffentlich decken wir jetzt auf der rechten Seite nichts. Oh, Scheiße. Klasse! Das ist äußerst ungünstig. Vor allem so weit vorne. Lass mal gucken. 66% hört sich nicht schlecht an. Komm, das ist besser als ein Coinflip. Oder 100% ausschalten. Aber ich will das Ding haben. Und wenn es nur als Ziel für die Gegner ist. Nice.
Okay, okay. Dann haben wir einen Advent-Mech in unseren Reihen, mit dem wir lustige Spielereien machen können. So, einmal abschalten, einmal wieder hochfahren. Danke. Prozent ist gar nichts. Du musst dich von hier sowieso wegbewegen. Ist gar nicht mal so einfach, irgendwo hinzukommen, wo du... Das ist alles andere als geil. Ich habe hier nirgends Deckung. Ja, warten wir mal noch. Okay, bin unterwegs. Advent hat sein Zugnetzwerk auf jedes Stadtzentrum ausgeweitet. Das hier scheint das Ende zu sein. Zumindest in diesem Gebiet. Ach, wir kriegen den Mech erst nächste Runde, oder was? Na, klasse. Ist es jetzt schon Zeit fürs Imitationsgerät? Ich glaube schon, er wird nämlich hier richtig auf Sorry draufkloppen. Ich habe keine Möglichkeit, da irgendwas anderes zu machen. Das ist ein bisschen früh, ja. Mach das auch mal. Ich mach's mal hier hin. Einfach damit er dann im Open Field steht, wenn er da drauf gepiekst haben sollte. So, du musst dich wegbewegen. Du hast eigentlich nur die Möglichkeit. Du hast nirgends die Möglichkeit. Außer, dass du sowieso dashst. Deswegen kannst du auch wirklich hier hinkommen. So, Papa. Ja, mehr als Overwatch ist da ist gerade nicht drin. Flashbang hätte ich machen können, aber... Schön. Komm, Metallica auch noch. Panzerung getroffen. Nein? Doch. Triff. Das hätte uns ein bisschen Schaden auf unser Imitationsgerät gespart. Und er piekst wirklich da. Oh, doch, ja, er piekst. Haben sie das zensiert, weil das zu brutal war? Schießt euch gegenseitig über den Haufen. Das passt. Gehst du auf den Mech? Tatsache. Der Brand hat sich verstecken. Die gefährlichste Beute. Wohl kaum. Hoffentlich lohnt sich das. Okay, wen siehst du, Metallica? Nur den Muton? Das ist 68. Ja, das bin ich. Ich erkenne meinesgleichen. Seems doable. 93 oder 79. Oh, sie räumt aber auch alles mit einem Schuss weg jetzt gerade. Das war echt gut. Das freut mich. So, der Advent Mac, was hat der? Mikroraketen. Die Waffe macht 4 bis 6. Visiere einen Bereich an mit einem explosiven Raketenangriff. Das können wir uns noch sparen. Ich habe echt keine Möglichkeit, den zu flanken. Auch gut. Dann halt, auf die Art und Weise, du stellst dich erstmal hier hin. Du hast hier nichts zu melden. Sorry, könnte
Kitty kann. Passt! Das hat gereicht. Die leichten Ziele sind erledigt. Aber jetzt bin ich dran. Okay. Ich glaube, ich stelle sie mal kurz hier hin. Einfach nur, um das Zeug aufzuheben. Ja, nicht so cool. Okay, das reicht mir jetzt erstmal mit Pushen. Bestätigt. Überwachung läuft. Wie lange ist das Ding noch gehackt? Ups, falsche Taste. Okay, in zwei Alien Turnstarts ist er nicht mehr gehackt. Wir können ihn zum Scouten benutzen. Das ist nicht schlecht. Wir könnten aber auch schon mal anfangen, auf ihn drauf zu schießen. Wir haben ihn, glaube ich, nur noch diese Runde. So, bei Mama. Ich glaube, ich lasse sie da oben. Ja, ich lasse sie wirklich hier. Dann machen wir mal die Tür auf. Nachgeladen. So, Kitty, stellen wir gleich mal hier hin. Wo wir eigentlich zu der Tür gehen könnten, sollten, dürften. Okay, wir haben die Tür noch nicht geöffnet, können aber trotzdem reingucken. Könnten auch einfach dann mit dem Mac losprügeln. Wir haben ihn auf jeden Fall noch eine Runde. Ja, komm. Wir schreien mal Überraschung. Nichts passiert. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir kriegen richtig auf. Also richtig was zu sehen. Interessant. Oh oh. Da habe ich was getriggert. Die hat der Mac nicht gesehen, ja? Der muss wohl irgendwas auf seine optischen Sensoren gekriegt haben. Keine Aktion mehr. Hoffentlich schießen die auf den. Fuck, das ist gar nicht geil. Das dachte ich, wenn der Mac nichts sieht, bin ich safe. Ja, falsch gedacht. Crap. Das Problem ist, ich kann mich jetzt auch nicht mehr hier hinstellen, weil ich sonst auf jeden Fall die Micro-Missiles abbekomme. Du siehst hier wirklich nichts, solange die Tür zu ist. Okay. Dann verspäteter Sprint.
nicht cool. Ja, wenigstens den Minisoldaten-Flashbang. Toll. Ich glaube, wir müssen... Oder lasse ich den Advent Mac? Ich lasse den da stehen. Ach, wir haben jetzt sofort die Kontrolle verloren. Na super. Ich dachte eigentlich, dass er jetzt noch da ist, aber scheiße. 85 und 77 daneben gesetzt. Geil. Geil, geil, geil. Dann kriegen wir jetzt zweimal Micro-Missiles ab, ja? Na super. Noch ein Soldat, ja? Holy. Sollte gereinigt werden. Sie soll sich ja nicht infizieren. Sie wirken zwar hirnlos, aber sie können ziemlich hart zuschlagen. Leck mich. Ich hatte gehofft, dass es mich wenig. Natürlich gehen alle auf ihn. Du kannst nicht davon. Dich nicht verstecken. Ist das ätzend? Alter, wie viel deckt der denn ab? Das hier deckt er nicht ab. Da muss ich jetzt aber auch... Was ist da drüben? Da muss ich jetzt aber auch hier regeln, ne? Triff nur den einen, ey. Feurig. Dachte ich gerade, was war das denn? Könnten versuchen, den es dann auch nochmal zu übernehmen. Mit Failsafe und sowas. Oder wir machen das ohne Failsafe und... Na ja, komm. Wir versuchen, den zu übernehmen. Und shutten den anderen mit Combat Protocol. Hätte ich vielleicht auch zuerst machen sollen, anstatt da gleich mal Rüstung rauszuhacken. Was soll's? Dann nehmen wir den Angefressenen halt. Wir haben noch keinen Soldaten verloren. Wir haben ein bisschen Zeit. Hätten wir ein Medkit, könnten wir die Blutung stoppen. Machen wir schon mal Combat Protocol an. Wenn unser Gremlin zurück ist, kann er gleich da weiterfliegen. Das macht schon ordentlich Schaden. Alter Lachs. Bin gleich da. Okay, wir hätten noch die gute alte Kitty. Die kann sich um ihn hier kümmern. Dann Metallica hier hinten eine Granate rein. Gut. Ah. Das war unnötig. Das war unnötig. Von wegen, er zieht das Feuer auf sich. Ja. Hat er. Aber unseres. Wieder 77 und 85 oder was das war daneben gesetzt. Echt keiner ein Medkit dabei. Doch, ich habe doch irgendwem eins gegeben, oder? Ja, stopp, hier war eins. Okay, bin unterwegs. Hier, stabilisieren. Komm schon, halte durch.
Dachte ich mir schon. Was? Ich kann ihn nur tragen? Nee, nee. Wir stabilisieren den Guten. Und ich würde fast sagen, wir versuchen, ihn da rauszunehmen. Der schießt mal auf sich selber. Du kannst nicht einfach so auf ihn schießen. Wow. Das ist ja krass. Ich dachte, das würde gehen. Location confirmed. Menace 1-5, Sie haben den Doktor gehört. Den Kanister sichern. Ich glaube, mit Mama komme ich noch näher. Ich traue mich ehrlich gesagt gar nicht so weit nach vorne zu gehen. Ach, sie kann schon auf ihn schießen. Das ist ja kurios. Das ist kurios. Ach, vielleicht hätte ich eher reloaden sollen, nicht Depp. Ich glaube, wir müssen ihn wirklich mitnehmen. Wenn es sein muss. Fürs Erste. Ist es auch sicher? Ja, keine Garantie. Move into position. Whatever you say. Okay, ich glaube, ich werde Mama hier ins Fullcover stellen. Und dann. Bracen. So, Papa kann sich auch schon mal hier hinstellen. Hoffentlich lohnt sich das. Heading out. Die Ältesten würden es wirklich vorziehen. Ich bin ja gespannt, wo der Jäger dann gleich auftauchen wird. Auserwählten im Visier. Schalten wir ihn aus. Das ist kein Auserwählter. Mython und zwei Sektoids. Und der Auserwählte war bei unserem Extraction Point. Was soll das denn? Betäubungsschuss. Klasse. Ja, jetzt kann ich hier die Scheiße nicht mehr aufsprengen. Ungünstig. Also ablegen kostet eine Aktion. Auch interessant. Das ist ziemlich gefährlich. Wobei, das geht eigentlich. Metallica hält das aus. Ja. Ich will hier die Schoße offen haben. Okay. Sorry, könnte hier. Na, warte. Das machst du, meine Liebe. Dann haben wir Metallica wieder am Start. Und noch eine Aktion mit Kitty, oder? Ja. Soldaten einen Rettungsversuch. Selbst wenn er sich als Fehler entpuppt. Ich will eigentlich nicht meine eigene Deckung wegsprengen. Das sieht doch gut aus. Ordentlich die Blendgranate. Ja, er ist immun, aber die sind desorientiert. Passt. Heißt auch, die können niemanden von uns übernehmen. Was ihr drauf habt.
I'm going. So, Mama. Bestätigt, Überwachung läuft. Einmal die Lightning Hands und dann einmal normal drauf schießen. Oder hast du noch was anderes? Nee, komm. Wir bleiben lieber hier in der Deckung stehen. Halt das mal für mich. Das ist nur zum Des. Benommen, okay. Er ist schon ein Arsch. Muss der wirklich mit noch jemandem nach vorne? Ich glaube, wenn ich hier hindashe, kann ich trotzdem noch wiederbeleben an. Oh, scheiße, der Muton ist im. Overwatch. Ugh, Glück gehabt. Ja, komm. Machen wir das lieber mal so. Ach, du kannst. Ach, auch nicht schlecht. Kannst du gleich beide wiederbeleben. Passt. Sie hat ja immerhin Deckung von der Phalanx. So. Ich kann nur überlegen, erstmal hier liegen lassen und in den Kampf kommen. Mache ich es auch erstmal. Was, da stand doch gerade, ich sehe. Okay. 40%. Das wird nicht passieren. Das könnte passieren. Ja. Verstanden. Unterdrücke Ziel. Dann gibt es immerhin Suppression auf den Jäger. Bin jetzt ein bisschen hesitant hier mit Sorry, das Ding anzutouchen. Falls der. Ja, die Mewtwo würde eigentlich eher direkt durchs Fenster kommen. Ich setze trotzdem mal das Ding hin. Come get some. 44 ist echt nicht geil. Ich hätte das reloaden können. Raffinesse ist wohl nicht so euer Ding. Nö, muss auch nicht sein. 66, das nehme ich. Kurz überlegt, ob ich noch Taunt anmachen soll. Daneben. Klasse. Nicht gerade der beste erste Eindruck. Okay, der Mieter macht trotzdem nur Overwatch an. Versuchen wir es aus einem anderen Winkel. Daneben, na super. Betäubungsschuss, ja gut. Immer schön langsam. Er versucht's, ne? So, zum Glück haben wir die Carola hier. Die Leute ständig wiederbelebt. Okay, ich bewege mich jetzt einmal kurz hier weg. Disruption Field.
Mach es folgendes, ich ziehe das Overwatch auf mich. Das geht zu 100% daneben. Hol mal schnell Le Loot. Verzieh mich dann jetzt aber auch wieder. So, wir sollten ihm hier den Chaos machen. So gut es geht. Den Mutant natürlich auch. Du hast 14 live. Das sollte. Ja, du könntest ihn. 82. Okay, ich habe ein bisschen mehr Schiss vor ihm als vor dem Muton. Der Muton wird schon mich richtig krass agieren. Ja, Bella muss nachladen. Oh, schön gekrittet. Das dauert viel länger, als ich gehofft habe. Bin getroffen. Oh, der nächste betäubt. Das ist ungünstig. Das oh, fuck. Das nutzt er jetzt aus, oder? Nein. Carola blutet. Oh, scheiße. Ja, Carola muss weg. Die wäre mir jetzt sonst ausgeblutet. Das geht gar nicht. So. Ach, Betäubtes kann ich nicht einfach so negieren. Aha. Warte noch. Die gute Bella. Die wird da jetzt ordentlich reinholzen. Komm. Geil. Fuck ja. Ich sollte wohl vorsichtiger sein. Scheiße, wir haben kein Combat Protocol. 52. Womit hat sie? Nee, sie hat nicht mit daneben schießen einen Damage, oder? Moment, Durchbruch plus 1. Haha, sie trifft. Gut. Alright. Dann haben wir das jetzt erstmal hinter uns. Sie haben mich wieder überrascht, Commander. Holy. Vielleicht muss ich meine Taktik überdenken. Wir haben gezeigt, dass die Außerwelten verwundbar sind. Jetzt müssen wir sie nur noch endgültig ausschalten. Ich reload jetzt erstmal mit allen. Good to go. Let's rock. Und Papa hoffentlich lohnt sich das. Holt unsere Leute ab. Holy fuck, hat mich das gerade erschreckert. So, einmal aufheben bitte. Jetzt bin ich wohl dran. Was ist da drüben? Ich weiß. Wir haben das Teil noch nicht. Ich werde mich trotzdem schon mal hier oben hinstellen. Einfach nur, um für Overwatches zu sorgen.
Ich habe nämlich keine Ahnung, wenn wir das hier grabben, ob wir da Gegner triggern. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Dann nehmen wir die Fiole. Mal gucken, was ist dann gleich passiert. Where do you want it? Ja. Da kommt was auf uns zu. Kaum Wasser sein. Jen, irgendwelche Messwerte? Keine Zeichen von Radioaktivität. Keine Energiesignaturen jedweder Art. Was es auch ist, es ist ungefährlich. Manus 1-5, wir haben die Beschaffung der Probe bestätigt. Rücken Sie zum Evakuierungspunkt vor. Moment. Ach, du blockierst das? Okay. Dann bist du jetzt leider mal weg. Wir kommen trotzdem noch nicht dahin. Hätte ich auch noch ein bisschen anders machen können. Okay. Dann warten wir noch kurz, was kommt. Dann düsen wir ab. Oh, ist da ein Priester dabei? Das könnte ins Auge gehen. Wenn der uns in Stasis versetzt. Hey, ist ein Schildträger. Huh! Ja, schön eine mitgegeben. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir den noch rauskriegen. Geil. Passt. Zack. Du kannst auch noch mal ganz kurz schießen. Oh, du könntest auch einfach den Mech rausnehmen. Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. So. Und alle raus hier. Eine schreckliche Wahrheit. Okay. Avenger hier, Firebrand. Das Paket ist in Sicherheit. Alle X-Com-Agenten in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Mission erfüllt, Commander. Wir haben Advent dort getroffen, wo es weh tut. Dies war ein Ort, den nie ein liebender Mensch hätte sehen sollen. Ich freue mich, dass er zerstört ist. Was? Zerstört? Irgendwas sagt mir, dass die Aliens das nicht so leicht hinnehmen werden. Wir haben da was rausgenommen, wir haben das nicht zerstört. Okay. Jacques Bernays. Ja. Sah gut aus. Papa, 18 Schaden, niemanden getötet. Oh. Ist das einfach nur so reingerutscht oder sollte das so sein? Okay, Bella, 18 Schaden, 3 Tötungen. Sorry, 4 Tötungen, 29 Schaden, nice. Die Mama, 13 Schaden, 2 Kills. Und Kitty. 42 Schaden und 5 fucking Kills. Das ist mir auch nochmal ein Foto wert. Perfekt. Super. Wenn das mal nicht sexy und attraktiv ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann weiß ich auch nicht. Ach, da wieder so eine lange Folge, ne? Vertreter ließen verlauten, dass das heutige Manöver der Friedenshüter eine planmäßige Übung war.
Für unsere Bürger besteht kein Grund zur Besorgnis. Alle Schüsse und Wunden waren nur zu Trainingszwecken simuliert. So wie immer. So wie immer. Da bin ich gleich gespannt, was wir hier noch an... Ah, Carola geht's gut, passt. Sorry, was wir gleich noch an Beförderungen rauskriegen und was storymäßig jetzt gleich auf uns zukommen wird vielleicht. Aber vielleicht müssen wir Teigen erstmal forschen lassen, das kann auch sein. Das zeigt, dass auch die Auserwählten verwundbar sind und zu Fall gebracht werden können. Wir müssen sie nur noch daran hindern, wieder aufzustehen. Okay. Wenn wir gebraced sind, kriegen wir einen Aktionspunkt zurück, nachdem wir jemanden getötet haben. Brauchen aber zwei Aktionspunkte zum Schießen, das ist halt so die andere Sache. Das ist perfekt. Quick Hands. Automatisch bracen, wenn wir einfach nur gesprintet sind. Nice. Und wir können einfach einen Snapshot abgeben. Ja, das ist geil. Quick Hands. Ja, bitteschön. Dann, du wirst auch befördert, obwohl du eigentlich nichts gemacht hast, okay? Wir haben ja eigentlich hier entrenched und lauter solche Sachen genommen. Wir nehmen bei ihm mal Burnout. Und das war's mit Beförderungen. Okay. Nachdem wir nun das auf mehr gehofft. Produkt der geheimen Einrichtung gefunden haben, wird es sicher einiges an Zeit und Ressourcen kosten, den wahren Zweck dieser Substanz zu erforschen. Ich beginne sofort mit den Vorbereitungen für eine gründliche Analyse, Commander. Neues Ziel. Wunderbar. Die Aliens nutzen eine Verschlüsselung, die wir noch nie gesehen haben, geschweige denn verstehen. Wir müssen den Code irgendwie knacken. Den knacken wir schon. Das wird wohl eine Weile dauern. So, wer kann denn mit wem? Carola und Katniss. Mein Volk erinnert sich nur verschwommen an den Ort, den sie Geheimeinrichtung nennen. Dort wurden sie geboren. Und für viele Menschen, die von den Versprechungen der Ältesten getäuscht wurden, war sie das letzte Ziel. Mit ihrer Zerstörung. Ah, das ist so mies mit dem Schild. Einen großen Dienst erwiesen. Okay. Was hätten wir denn da? Ja, das, nee. Wir brauchen da was ganz anderes. Ja! Die sind alle aus Kaugummi. Okay. Was? Fang und Eli. Das möchte ich jetzt nicht machen. Mal kurz in die Soldatenliste gucken. Wo haben wir denn? Hier, was ist mit deinen Kameradschaften? Mit deiner Schwester willst du nicht, ja? Oh. Na gut. Was macht da ein... warte mal. Bevor wir jetzt hier unten den Gremlin drin haben, der uns jetzt gerade eh nichts bringt. Kommst du hier rein? Moment. Verdeckte Aktionszeit minus 1%? Das ist alles? 1%? 1%. Ich pack's nicht. Ja, das rentiert sich doch, oder? Das rentiert sich enorm. Mit der Zerstörung der Geheimeinrichtung haben sie den Aliens einen schweren Schlag versetzt, Commander. Aber wir dürfen trotzdem keine Zeit verlieren. Avenger berechnet 9. Gut, wir scannen noch ein bisschen. Ich warte bis bei der Vorauslieferung das andere stackt. Vorteilhaft erwiesen.
Ja, 47 Informationen, naja. Verstärkte leichte Rüstung. 5 Tage. Nochmal Datenpad, muss nicht sein. Die dauert 12. Feldmedizin, was ist das denn? Den hätte ich gerne, den Gauntlet Mark II. Bei der sorgfältigen Untersuchung der als Purifikator identifizierten Advent-Spezialeinheit fand ich eindeutige Hinweise auf eine genetische Modifikation der wärmeregelnden Drüsen des Subjekts. Diese Veränderungen und die spezialisierte Rüstung verleihen den Purifikatoren eine an völlige Immunität grenzende Hitzetoleranz. Gut zu wissen. Also nicht mit Feuer drauf. Innerhalb der engen Räumlichkeiten der Avenger fehlt mir der Platz, um einige unserer theoretischen Experimente durchzuführen. Vielleicht bei der nächsten Landung. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. 6 Tage, bis der Schädelstecker fertig ist. Schädelstecker. Okay, alle möglichen Verletzungen nicht mehr angeschlagen. Hätte ich mal ein bisschen Ruhe gehabt hier. Commander, wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Ja, dann müssen wir erstmal hin. Es war zu erwarten, dass sie zumindest ein paar dieser kleinen Schlachten gewinnen. Wenn sie völlig unfähig wären, hätten die Ältesten zu viel Zeit mit ihnen verschwendet. Eine fiesere Methode entwickelt, Informationen aus den Chips der Advent-Soldaten zu extrahieren. Diese neue Technik der Schädelauswertung könnte dazu führen, dass wir neue Informationen aus unseren Weinen herausbekommen und es uns sogar möglichen, versteckte Alien-Einrichtungen zu bla bla bla. Okay. Dann haben wir den Schädelstecker. Hallo, Commander. Hallo. Sagen Sie, Doktor, das Leben in den Kolonien und die Arbeit mit Advent muss doch angenehm gewesen sein. So, die Frostbombe hätte ich schon gerne. Wie die meisten Leute wollte ich glauben, dass die Aliens am Frieden interessiert waren. Bei der Zusammenarbeit mit ihnen blieb mir zwar nicht wirklich eine Wahl, aber mir gefiel die Aussicht auf Normalität. Das war ein Fehler. Sie hätten es besser wissen müssen. Die Aliens hatten nie den Wunsch nach Frieden. Wie ich schon sagte, es war ein Fehler. Das frisst die ganzen Vorräte. Hier bei XCOM begradigen möchte. Dann ist die Arbeit genau das Richtige für sie. Alter, wir müssen das Ding bauen für 14 Tage und dann die Auswertung auch. Okay. Oder wir basteln uns den Spark. Da bin ich schon echt geneigt. Wir brauchen so viel. Die Frostbombe wäre nicht schlecht. Okay, komm. Wir machen erstmal eine Frostbombe. Sie hören von mir, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Und ja, den Spark bezahlen wir auch gleich. Ich will einen Spark basteln. Oder, was heißt basteln? Ich will einen Spark zur Verfügung haben. Commander, bei der letzten verdeckten Aktion gab es einige Verletzte. Aber nach ein paar Tagen Ruhe werden alle wieder einsatzbereit sein. Ja, das kriegt der Erik schon hin. Freie VIP aus dem Advent-Fahrzeug, Infiltration Mission. Wo ist es denn? In Neu-Mexiko. Ist das das hier? Ah. Moment. Das ist das. Vielleicht. Wir haben 15 ready. Okay. Das ist eine Infiltration-Mission. Für einen Wissenschaftler. Das war's. Wissenschaftler wäre nicht schlecht. Das wäre auch nicht verkehrt. Da ist aber irgendwie der Hinterhalt dabei. Nee, also Wissenschaftler nehmen wir jetzt mal mit. Ich brauche auch noch. Sollte den Schädelstecker ausrüsten und im Kampf einsetzen, wenn wir Fortschritte bei unserem aktuellen Ziel haben. Ja, ja.
Ja, da haben wir schon einiges verfügbar. Okay. Wir nehmen einen Combat Engineer. Den Luigi lassen wir infiltrieren. Der kriegt dann auch wieder Action. Dann... ja, Poison Ivy. Den Max schicken wir damit rein. Den Lemmy. Und... ja, komm. Die Karte. Oh, das ist gerade schon in-game. Das ist ungünstig. Auch interessant, dass das gerade in-game ein bisschen ruckelt, aber OBS nicht anschlägt. So, dann kriegst du Gremlin Mark 2. Will ich dir echt zwei Tech-Specialists mitnehmen? Ehrlich gesagt, nee. Snooze! Ah, wobei, den hätte ich gerne auf einer Richtung. Na, wobei. Doch, nee, komm. Hier. Snooze kommt mit, der kriegt auch seine hübsche Pistole wieder. Ja, komm, du kriegst den Fehlschussschaden. Du nimmst eine etwas heftigere Kanone mit. Magazingröße, ja. Aber ansonsten ist das eigentlich relativ okay. Medkit. Ja, aber sonst lassen wir das relativ auf Standard. Aber es ist ja schwer, nicht sehr schwer. Okay, Max. Einmal kostenlos nachladen, hier. Lassen wir das dann so? Ach, den haben wir doch schon jetzt so hier. Okay, okay, okay. Den nehme ich aber jetzt nicht auf die Infiltration Mission mit. Aktion starten. Wir erledigen das. Keine Sorge, Commander. Dann machen wir da auch noch was mit rein. Risikosoldat. Oh nee, das lasse ich jetzt dann doch erstmal. Okay. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Gauntlet Mark 2 ist verfügbar. Mhm. Müssen wir halt noch ein bisschen... herstellen. Plasmagranaten, ja bitte. Central Officer Bradford persönlich bestätigte Aussagen, dass die massive Fronteinheit, die wir als Muton kennen, einst sogar noch größer war als das Exemplar, das heute vor mir liegt. Die Kreatur ist ungewöhnlich warm für eine Leiche und ich muss zugeben, dass mich dies ziemlich beunruhigt. Verständlich, ja. Okay, okay. Wir scannen. Für Sie, Commander. Ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Commander, es ist bedauerlich, dass Ihre jüngsten Bemühungen nicht mehr waren als ein Fehlschlag. Hey! Arsch! Mein Training, mein Fokus, all meine Bemühungen wurden belohnt. Ich bin gestärkt. Immun gegen Nahkampfschaden, ja super. Viele Spuren hinterlassen. Und die vierte ist frischer als je zuvor. Die Auserwählten sind uns immer noch auf der Spur, Commander. Einer von ihnen ist uns näher denn je. Ja, schön. Treue unter Dieben. Wenn ein Auserwählter Informationen über X-Kommer langt, bla bla bla, okay. Die Advent-Schutzrüstung. Alle Advent-Soldaten sind komplett immun gegen Umweltgefahren wie Gift, Feuer und Eis. Das wäre nicht ganz so geil.
Sollten wir vielleicht verhindern. Das lasse ich lieber drin. Das lasse ich lieber drin. Oh nein, halt. Ich wollte eigentlich nur darüber. Nee, passt. Lassen wir so. Widerstandsbefehle verfügbar. Commander, wir können einer der Fraktionen einen Widerstandsbefehl erteilen. Ach, uns! Okay. Ja, habe ich nicht gesehen, dass da noch was frei ist. Was nehmen wir denn da? Ich glaube, ich würde fast sagen, die gesammelten Vorräte aus Vorratslieferungen werden erhöht, weil wir da jetzt gleich eine große Vorratslieferung nehmen werden. Also ignorieren wir jetzt kurz, bis wir das hier fertig haben. Schwarzer Rauch, Kontaktkosten um 50% reduziert, danke. Und dann holen wir uns wirklich mal hier Vorräte. Das wird schnieke. Dann können wir nämlich auch noch ein paar mehr Rüstungen basteln. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Was brauchen wir denn hier eigentlich noch alles Schönes? Was ist denn die Verteidigungsmatrix? Funktioniert Advent-Geschütze für die automatische Verteidigung um, die zum Einsatz kommen, wenn die Avenger am Boden angegriffen wird? Okay. Das hört sich nicht so geil an. Lass mal kurz in die Guerilla-Taktikschule gehen. Da haben wir nämlich echt noch ein bisschen viel. Okay. Squads mit 5 Soldaten. Weil Infiltrieren erleiden keinen negativen Zeitaufschub mehr. Nehmen wir. Und das machen wir hier gleich für 6 Leute auch. Dann, was haben wir hier Schönes? Das sind halt... ja, die ganzen... Warte, was machen wir da? Soldaten, Marines are... Ach so, ja gut. Die ganzen Sachen haben wir ja nicht. Außer natürlich jetzt die Teile wieder. Ansonsten, die Proficiency-Sachen, weiß nicht, ob wir da jetzt Geld ausgeben wollen. Underutilize ich das eigentlich? Bilde Rekruten zu einer spezifischen Klasse aus. Vielleicht. Vielleicht. Ich glaube, wenn... Ja, dieses 1% ist doch völliger Mumpitz. Da packen wir doch lieber hier... Was? Wieso kann ich hier keinen Gremlin reinpacken? Achso, warte. Hallo? Gremlin von Blablabla führt eine entscheidende Funktion in dieser Einrichtung aus und kann nicht entfernt werden. Ja, Prost Mahlzeit. Ja, Prost Mahlzeit auch. Was passiert, wenn ich sie hier rausnehme? Ach so. Funktioniert auch nicht. Klasse. Das können wir nicht verbessern, weil wir... Ja, nee, warte mal. Dann gehe ich jetzt hier mal kurz rein. Nehmen wir die nötige Energie. Kann ich das dann so verbessern, dass... Ach, 150 Vorräte brauchen wir dafür. Ach, crap. Crap, ey. Sabotiere das Advent-Monument. Hört sich nicht schlecht an. Aber wieso wird mir denn die Assault Mission nicht Okay, ich habe sie gefunden. 4 Tage Zeit. Mann, aber ich muss erstmal unser Schiff klar machen. Tag näher dran, uns aufzuspüren und anzugreifen. Wir können sie nur aufhalten, wenn wir zuerst zuschlagen. Und wir müssen gemeinsam mit dem Widerstand eine verdeckte Aktion planen. Wir sollten zum Ring aufbrechen. Ich kann den jetzt da nicht rausnehmen, oder? Ja, das ist super.
Okay. Dann haben wir hier wirklich ein bisschen... was wir brauchen. Aber jetzt habe ich natürlich niemanden, der hier freiräumt oder was baut. Aber ich weiß sowieso noch nicht, was ich da machen möchte. Schauen wir mal ganz kurz in die Covered Ops. Wir haben momentan 11 ready. Nee. Nach der letzten verdeckten Aktion sind einige unserer Leute ein wenig mitgenommen, aber wenn wir ihnen Zeit zur Erholung geben, wird das schon wieder. Okay, dann haben wir das alles abgegrast. Wir haben 306 Vorräte. Ich gehe mal kurz in die Covered Ops. Kameradschaftform, ja. Widerstandsbefehl. Jeder Rekrut, der in der Guerillataktikschule trainiert, erreicht den Rang eines Sergeants. Mhm. Useful Items, Medkits, Blendgranaten, Rauchgranaten. Das ist in Progress. Das wäre halt schon nicht schlecht. Da brauchen wir 3. Ach, stopp, Moment. Soldat verwundet, Hinterhalt und Soldat gefangen. Na gut, Hacken plus 5. Lemmy, das ist für dich. Dann ein Lieutenant. Dann nehmen wir Peter, obwohl er nur Sergeant ist. Und wir nehmen mit... ja, wobei, das ist gar nicht mal so nee. Marksman bringt da nicht wirklich was. Schnitter, okay, aber den hätte ich schon gerne auch mit einer anderen Mission. Der macht da aber schon mit Sinn. Du kannst ja eh nur die Claymore nehmen, ja. Ich sag dir was, du bekommst das Ding hier angezogen. Hübsch. Okay. Ich befehle meinen Leuten, sich sofort. Ihr macht das. Und ja. Sichere Advent-Vorrat, New Mexico in 12 Stunden. Enemy Material. Faulender Python. Lost und Mox. Wir gucken uns nächste Folge an, was wir jetzt da unten machen werden. Also macht's gut, bis dann und ciao.